Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen sorgten am Sonntag dafür, dass viele Besucher zum Herbstfest bei den Bäumlers vorbeischauten. Dabei gab es für die Gäste einiges zu erleben. Nebst einer großen Ausstellung an Gartenkräutern, Blumenzwiebeln, Duftpflanzen und Obstgehölzen waren die Sinne der Besucher gefordert. Sie konnten am Sinnesparcours verschiedene Gegenstände aus der Natur in Schachteln ertasten, ihren Riechsinn bei verschiedenen Düften testen oder mit den Händen verschiedene Böden erfühlen. Dabei kam es immer wieder zu Diskussionen, meist unter Ehepaaren, was jetzt wie riecht. Ein besonderer Duft strömte den Gästen aus dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins entgegen. Dort brutzelten die Mitglieder des OGV Steaks und Würste auf dem Grill. Wer Durst auf Regionales hatte, konnte eine der verschiedenen Obstsäfte oder Brände probieren. Die Kräuterlimonaden sorgten bei Jung und Alt für Erfrischung. Für die jüngsten Besucher am Herbstfest gab es ein besonderes Erlebnis. Im Reigerwald konnten sie unter fachmännischer Anleitung auf Bäume klettern und die Welt von oben betrachten. Lukas machte die Kletterei sichtlich Spaß, sei es über die Leiter auf den Baum oder an der Kletterspinne. Während sich die Kinder mit Klettern und Malen beschäftigten, hatten die Erwachsenen Gelegenheit, an einem der Vorträge über Gartengestaltung oder Obstbrennerei teilzunehmen. Die Besucher genossen das spätsommerliche Wetter bei guter Stimmung am Herbstfest in Reitwangen.